Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mangons Jakob von den Frakta und ich bin in Crisis Wreckage. Das ist was ganz Faszinierendes, und zwar ist das eigentlich eine, also ist ja eigentlich, es ist eine Mod für Crisis, aber es ist eine Standalone-Mod und sowas kommt ja eigentlich so gut wie nie vor. Das geht in dem Fall, glaube ich, auch nur deshalb, weil das Crisis-Entwickler-Team mit den Modern tatsächlich das irgendwie zusammen gemanagt haben, dass man diese Singleplayer-Kampagne, die Mod gebastelt hat, als Standalone spielen kann. Das heißt, man braucht Crisis nicht. Dementsprechend, man kann sich das einfach runterladen, die Mod, als Freeware und einfach spielen, als quasi, ja, gratis Crisis Singleplayer Kampagne. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich denke schon. Ich verlinke euch das alles, und falls ihr aus meiner Erklärung jetzt schlau geworden seid, könnt ihr das alles gerne nochmal nachlesen. Da ist das bestimmt noch viel besser erklärt. Aber ich glaube, ich habe das schon richtig erklärt. Egal. So, dann gucken wir mal, was die Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Damen dabei sind. Erfahrungsgemäß ist Modding immer irgendwie so eine Sache der Herren der Schöpfung. Oder so. Vielleicht sind nur wir so bekloppt und hängen so viel Lebenszeit in so Dinge rein. Das mag sein. Das heißt ja nicht umsonst, immer Männer werden 8, danach wachsen sie nur noch, gell? So. Korea, die USA sind enge Verbündete. Die meinen bestimmt Nordkorea, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Raumschiff? Okay. Na gut, Wreckage heißt Frackteil. Oder, ja, doch. Doch, so kann man es, glaube ich, übersetzen. Eine harte Woche, meine Herren, aber Sie müssen noch mal zurück. Ein Sturm zieht auf. Und jetzt heißt es wir oder die Koreaner. Noch 3 Minuten. Lemon 1 und 2, bitte kommen. Lemon 2, wir sind im Anflug auf das Zielgebiet. Deutscher 7, befindet uns über Planquadrat 1311, over. Jetzt sagen Sie uns endlich, um was es geht, Sir. Nur so viel wie nötig. Es geht um Dr. Lyra Hendrickson. Wir holen die da raus und hauen wieder ab. Das alles für eine Person? Zurück. Tja, den Scheiß kannst du jemand anderem erzählen, Cafferty. Sie wurde von ihrem Geleitschutz, 4 Marines, getrennt und als Geisel genommen. Aber die Marines sind Captain Lamberts Problem. Zentrale, ich habe Sichtkontakt zur ersten Landezone. Den
Stoßtrupp mit Captain Lambert hier absetzen, sorgen Sie für eine sichere Landung. Verstanden. Landezone noch nicht sicher. Drehen eine Schleife. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Auf Feindbewegungen achten. Lassen Sie die MGs heiß laufen. Fahrzeuge ausschalten, Nomad. Also gut, verschwinden wir, bevor sie auf uns aufmerksam werden. Information, nähern uns dem Ziel. Noch 60 Sekunden. Raketenwerfer auf den Stegen. An alle, ihr Vulture 7. Sehen Sie uns im Palmwald am Ende des Flusses. Schönen Aufenthalt. Koreaner voraus. Sichtkontakt auf 12 Uhr. Alles klar. Ja.
Da! Nomad, komm zurück. Also zwei Sachen sind mir klar. Erstens, warum ist das so schweinelaut? Ich hatte das in der Option nur alles auf die niedrigstmögliche Stufe gestellt. Mir fliegen hier die Ohren weg. Ich verstehe es nicht. Und dann würde ich sehr gerne wissen, warum das ruckelt ohne Ende. Das ist kaum spielbar. So ein Standbild habe ich. Das ist ja wieder verstellt. Warum hat sich denn das wieder komplett verstellt? Ja, ja, laber. Das hatte ich alles auf niedrigste Stufe und urplötzlich, bam, voll in die Ohren. Ich starte das Spiel nochmal neu und guck mal, ob sich das mit der, ich habe ja zwei GPUs, ob das mit der richtigen GPU startet oder ob das hier wieder auf die, also ob das auch so ein Spiel ist, dass das nicht checkt und auf die Onboard-Grafik geht. Das wird nämlich erklären, warum das Spiel sich so einen abruckelt. Ja, ich teste das mal. Truppen sind abgesetzt. Lemon 1 in Feuerposition. Verstand, 6 Ziele nähert sich. Feuert sie auf alles, was sich bewegt. Bestätigt, Vulture 7. Ausschalten. Also jetzt ist es ein bisschen besser, jetzt ruckelt es nicht mehr. Das mit dem Sound habe ich festgestellt, ich habe das Spiel einfach mal neu gestartet und das Spiel speichert keine Soundeinstellungen. Also es ist jedes Mal wieder irre laut, wenn ich neu starte. Aber diesmal ruckelt sich nicht einen ab und den Sound habe ich einfach direkt jetzt wieder leise gestellt. Alles klar. Klar.
am Boden. Es sind zu viele. Alle Ecken überprüfen. Bin dabei. Nomad, Dieb gesichtet. Feuer. Nomad, wo zum Teufel steckst du? Feindliche Truppen im Anmarsch, links vom Fluss her. Wir sind unterwegs, Major. Marines sammeln. Wir haben einen Auftrag. Ausrüstung packen und los geht's. Ich brauche mal eine andere Waffe, oder? Dicht beim Panzer in Deckung bleiben. Bewegung, Bewegung! Lemon 1, wie ist der Status? Over. Feindliche Artillerie ein paar hundert Meter von hier gesichtet. Drehen um und tanken an der Basis auf. Viel Glück da draußen. Alles klar. Ich geh mal vor und putz die Lade. Schützt eure Flanken und ab durch die Mitte! Überprüft jedes Gebäude und jeden Winkel. Ich will alles durchsucht sehen. Wir rücken raus! Wow.
Marines, gebt uns Rückendeckung! Kontakt am Wagen! 10 Uhr! Ausschwärmen und alles durchsuchen! Kontakt 8 Uhr! Also das kommt mir reichlich sinnlos vor, weil die eine für nachspawnen. Aber nur das eine für uns. Infanterie im vorderen Zelt gesichtet. Garage ist sicher. Hier Delta 7. Kein Zeichen vom Zielobjekt, Sir.
Stellen bitte schön erobern. Da bin ich wieder, sind nicht leider abgestürzt, plötzlich war ich auf dem Desktop. Jetzt habe ich noch mal neu gestartet, wieder ist mir das Ohr weggeflogen, weil wieder die Musik wieder volle Lautstärke war und der Sound, dass das nicht speichert, ist wirklich ein bisschen irritierend. Jetzt wollte ich weiter, also zu der Stelle mich wieder spielen, wo es abgestürzt war, von da aus weiterspielen. Nur jetzt ruckelt es wieder. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, warum es jetzt plötzlich wieder ruckelt. Gerade eben ließ es sich eigentlich sehr flüssig spielen. Jetzt ruckelt es wieder. Ich habe das Spiel wieder neu gestartet nach dem Crash und jetzt ruckelt es wieder. Also ich bewundere die Arbeit von den Moddern, dass die sich da hingesetzt haben und eine Kampagne gemacht. Ich finde es sau cool, dass die Publisher, also dass die Entwickler da mit dann geholfen haben, dass das ein Standalone ist. Es sieht auch gut aus, ist auch zu erwarten bei einer Crysis, also bei einer Crytek Engine. Also bei einer Mod for Crysis, was mir jetzt nicht, also man hat hier von dem Crash, dass die Musik sich, also der Sound sich nicht speichert wirklich, sondern ich bei jedem Neustart wieder das Ohr weggeballert kriege. Oh, sorry, ich bin immer noch erkältet. Okay, damit kann ich alles leben, ja. Aber dass es mal ruckelt wie Tier, dann lässt es wieder flüssig spielen, dann ruckelt es wieder, je nach Neustart, das finde ich irgendwie seltsam. Auch das ist auch völlig okay. Was mir jetzt eigentlich am meisten, mich eigentlich tatsächlich am meisten so ein bisschen gestört, war dieser relativ krasse Dauer-Respawn. Gerade eben, wie ich neu gestartet habe, eben wieder. Ihr seht jetzt, bin ich wieder da, wo ich mit dem Panzer diese Straße runterkomme und muss das erstmal alles erobern. Man kann die Feindkräfte überhaupt nicht niederkämpfen, weil die spawnen in einer Tour nach. Und ich hatte jetzt gerade eben versucht, mal rechts zu umgehen und mich nicht links, sondern rechts rum durch so einen Medizincontainer. Und vor meinen Augen spawnen ständig da zwei Typen drin in der Schrotflinte. Ich kill die und dann spawnen die da wieder. Dann am zu stürmen drei oder vier durch die Tür rein. Das ist ein bisschen irritierend. Also das finde ich ein bisschen ungeschickt gelöst. Also jetzt nichts gegen große Gegnerhorden, aber das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben. Und das scheint sich echt nur aufzulösen, wenn ich an diese Punkte laufe, wo der Erobern steht oder Untersuchen, da weiß der Geier was. Wenn ich an diese Punkte laufe, dann ist dieses Spiel, das ist relativ stark geskriptet, diese Kampagne. Dann springt das automatisch weiter, wenn das Spiel aktualisiert oder das Ziel aktualisiert. Das heißt, Das ganze Rumgeballere, das ich mache, ist eigentlich im Prinzip Selbstzweck, weil es wird völlig reichen, wenn ich an diesem Punkt scheinbar laufe, damit das sich wieder aktualisiert, weil das hat man gerade eben gesehen, wie ich auf dieser Plattform rumgelaufen bin, wo die KI gemeint, nochmal, wo sind sie? Und dann, da laufen irgendwelche Typen durch den Fluss. Da habe ich auf die geschossen und dann wurde scheinbar das Spiel irgendwie aktualisiert in dem Moment und quasi just in diesem Augenblick verschwinden alle gerade erst gespawnten Gegner einfach wieder spurlos, die sind dann wieder rausgenommen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Also jetzt nicht böse nehmen, das ist halt einfach so mein Geschmack. Ja. Darum geht es hier aber auch gar nicht. Ja. Das ist ein Fraktal Games Archiv. Ihr kennt jetzt Crysis Wreckage, ich verlinke euch das, dann dürft ihr das gerne selbst ausprobieren. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es bei euch jetzt nicht das Problem gibt mit dem Crash, mit der Musik und mit dem Ruckeln. Kann ja sein, dass es in meinem Gaming-Notebook liegt, weiß man ja nicht so genau. Ihr wisst jetzt, wie es aussieht, ihr wisst jetzt, wie es sich spielt, also es ist ein Shooter. Ich sehe da eine gewisse Verwandtschaft durch diese relativ stark geskriptete Mission, durch die ich mich so durchlaufe, mit diesem Panzerfolgen so. Es erinnert mich so ein bisschen an die Call of Duty Singleplayer-Dinge. Es kann sein, dass die so ein bisschen da ich weiß gar nicht, in welchem Call of Duty-Teil das ist, wo man einem Striker folgen muss, durch irgendwelche Stadtkämpfe. Also abgesehen davon, dass es Modern Warfare ist, also Modern Warfare 2. Müsste sein. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber dann, das hat mich halt einfach irgendwie erinnert mit diesem gepanzerten Fahrzeug. Es irritiert mich ein bisschen, dass sie den die ganze Zeit Panzer nennen.
Ja, ist doch egal. So, auf jeden Fall finde ich es aber auch cool, dass es eine deutsche Synchro gibt, wobei ich den Verdacht habe, dass das deutsche Modder sind, von den Namen, die ich da gelesen habe. Das kann durchaus sein. Es gibt sehr viele deutsche Modder. Wir von den Faktor sind ja auch ein deutschsprachiges Modding-Team. Als deutsche Modder würde ich uns jetzt nicht bezeichnen, weil viele von unseren deutschsprachigen sind keine Bundesdeutschen, ja. Um es mal so auszudrücken. Ist auch egal. So, also wie gesagt, also ihr wisst jetzt, dass das gibt, wie es aussieht, wie man es spielt. Und ich habe auch gesagt, was mein Eindruck jetzt davon war. Und damit würde ich eigentlich damit auch gut sein lassen. Weil für mich ist es nicht wirklich ein Vergnügen. Das ist halt einfach, dass es bei mir läuft halt einfach nicht rund. Es stürzt ab, dass mit der Musik das nicht speichert. Es ruckelt, völlig unmotiviert. Wie gesagt, nach dem ersten, also ich hatte ja jetzt quasi zweimal crashed. Den ersten Crash habt ihr so gar nicht mitgekriegt. Da hat das Spiel ja nochmal neu gestartet. Und dann war das Ruckeln weg. Jetzt habe ich wieder neu gestartet, weil es gecrashed ist. Jetzt habe ich das Ruckeln wieder da. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, für mich ist das jetzt ein reines Vergnügen. Zumal, wie gesagt, dieser Dauergegner-Respawn mich ehrlich gesagt eher nervt, als wirklich anturnt. Aber das ist Geschmackssache. Jo, ihr wisst Bescheid. Gut, also dann, das ist Crisis Wreckage. Ich bin Mongo Zerkung von Fakta. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.